Grüße an alle. Willkommen zur neuen Folge der Bayern München News. Bevor Sie mit dem Video fortfahren, vergessen Sie bitte nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Bayern München sieht Tottenham Ass als vorrangigen Sommerneuzugang vor. Bayern München macht Tottenham Hotspur-Stürmer Harry Kane zu seinem Top-Transferziel im Sommer. Laut Sky Sport-Reporter Florian Plettenberg auf Twitter wurde Tottenham Hotspur-Star Harry Kane vom Bayern München als sein Top-Ziel im laufenden Transferfenster identifiziert. Der 29-Jährige hat den Bundesliga-Giganten bereits angedeutet, dass sie sein bevorzugtes Ziel sind. Aus heutiger Sicht ist der deutsche Verein zuversichtlich, die Dienste des Stürmers für weniger als gesicht Millionen Euro zu erwerben. Kane hat im Laufe der Jahre viel für die Nordlondoner Mannschaft getan. Der englische Kapitän hat für uns Saison für Saison immer wieder den Ball ins Tor gefunden. Er ist jetzt der beste Torschütze der Lilywhites aller Zeiten. Es wäre keine Überraschung, wenn Kane sich von den Spurs für Bayern trennen würde. Die Bayern gehören zu den erfolgreichsten Mannschaften der Welt und haben 10 Jahre in Folge den Bundesliga-Titel gewonnen. Bayern München ist immer noch auf der Suche nach Kyle Walker von Manchester City. Der Bayern München ist weiterhin auf der Suche nach dem frisch gebackenen Champions League-Sieger Kyle Walker von Manchester City. Walker, der sowohl auf der Rechtsverteidiger- als auch auf der Außenverteidigerposition spielen könnte, wäre trotz seines Alters eine interessante Ergänzung für die Bayern. Es bleibt abzuwarten, ob Walker bei Bayern München in der Startelf stehen würde oder nicht und welche Nachwirkungen er auf den Kader haben würde, wird auf jeden Fall ebenfalls im Auge behalten. Sadio Mane möchte nach Liverpool zurückkehren. Sadio Mane, der Liverpool zu Beginn der Saison verließ und zum Bayern München wechselte, sandte eine Nachricht an Jürgen Klopp, nach Liverpool zurückzukehren. Sadio Mane, der sich nach einem Streit mit Leroy Sane vom Team getrennt hat, will nach Liverpool wechseln. Britischen Medien zufolge erlaubte Thomas Tuchel auch, dass Sadio Mane das Team verlässt. Allerdings fordert die Bayern-München-Führung 40 Millionen Euro für den Abgang von Sadio Mane. Wir werden in den kommenden Tagen sehen, ob die Liverpool-Administration diesen Preis zahlen wird.